Aber so mein Sport ist halt eigentlich eher Reitsport. Also ich habe ein Pferd, das hat aber leider keine Augen. Aber ich gucke mir halt trotzdem da ganz gerne die Leute an. Habt ihr so gelegentlich mal so Probleme beim Hosenkauf? Aber dann nicht singen. Aber dann nicht singen. Ja, ja, weißt das du? Ich auch. Was ist denn dein Talent? Mein Was Talent? Würdest du denn machen? Also ich würde da erstmal ein paar Backflips ziehen. So. Ich bin so. Mach, dann mach mal, ja. Jetzt? Ja. Ihr könnt doch sowieso nicht sehen. Ja. Guck. Dann will ich es gleich aber. Oh mein ja. Gott, nein! Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder geblinddatet. Wir haben 6 wundervolle Teilnehmer hinter dem Vorhang und einen kranken Kandidaten heute für euch ausgesucht. Und den stelle ich euch jetzt vor. Das ist Jasper, ein durchgedrehter Typ irgendwo aus Deutschland. Er hat angefangen, in seinem Kinderzimmer auf Twitch zu streamen und mit seiner überdrehten Art einige Fans gewonnen. Das Sympathische an ihm ist, dass er das Leben nicht zu ernst nimmt und er ist wahrscheinlich der einzige Kandidat, der als Begleitung eine halbe Fußballmannschaft mit ins Studio bringt. Hinterm Vorhang stehen 6 Mädels. Jede Runde darf Jasper ein Mädchen rauswählen. Mal schauen, wer die Gewinnerin sein wird. Bevor ich euch den Kandidaten jetzt vorstelle, liebe Freunde, ganz, ganz wichtig. Meine Stimme ist am Arsch. Tut mir leid, kann ich nichts dafür. Falls ihr meine echte, wunderschöne, bezaubernde Stimme hören mögt, dann hört doch gerne in meinen Podcast rein. Ich habe seit neuestem einen Podcast zusammen mit Laura Abler. Ziemlich beste Fremde heißt der. Ist auf Spotify exklusiv als Videopodcast auch zu sehen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den abcheckt. Und jetzt würde ich sagen, Jasper, her mit dir. Das geht, komm mal. Bist du frisch? Bist du da? Das ist schon ein historischer Moment hier, ne? Normal ist es ein historischer Moment. Das Urknall schon. Man muss dazu sagen, Jasper hat. Digga, wie findest du eigentlich meine Stimme? Hart. Geh in die Booth, Bro. Weißt du? Jasper hat auf unsere Blind-Dating-Videos reagiert in seinen Twitch-Streams. Yeah, sir. twitch.tv/jaspercd. Checkt alle aus, bitte. Direkt, du musst nur so lange noch sagen, wo die Zuschauerbindung noch stark ist. Direkt am Anfang besser. Und auf jeden Fall habe ich das gesehen. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und haben es jetzt möglich gemacht. Liebe Freunde, 6 Mädels hinterm Vorhang. Sagst du, du hast Plan von Fashion? Bruder, du weißt. Real. Ja? Yeah? Normal. Okay, ich bin gespannt. Dann drehe ich einmal um. Wir machen den Vorhang hoch. Runde 1. Lass dich umgehen. Phone ready, Bruder. Wir haben hier voll die Sneaker heute. Okay, okay. Wir haben 2 550er New Balance, rechts und links. Mhm. Wir haben den Schuh, sag mal, den ich auch trage. Die Shocks. Bones MC Schuhe. Bones MC Schuhe. Das ist echt so, ne? Oh, die Air Force, bisschen raggedy, Bro. Du bist auf Jordans, ne? Die Threes on, du weißt. Okay. Ja, Bruder, was sagst du jetzt zu dieser Auswahl? Okay, okay, ich fang schon mal an. Die New Balance, so, man kann nichts falsch machen, so diese lockere Rausgängerschuhe, ne? Ja, ja. Die Air Force, man braucht ein bisschen Schuhcreme dafür, ne? Ist ein bisschen zu creased, so, ist aber ist okay. So. Vielleicht die Schnürsenkel auch mal in die Waschmaschine, so Persil. Die Einser, okay, sehe ich. Das ist so diese Zalando Colorway, diese Tamaris. New Balance 550 ist auch am Ende, so kann man machen, ist nichts falsch. Okay, also bist du all in all happy, außer die 4 muss in die Waschmaschine, so mäßig. Ja, so. Das habe ich jetzt so rausgehört. Die 2 hat sich die Schuhe echt neu gekauft oder ist einfach ein sehr, sehr cleanes Girl. Extra für Date gekauft? Nummer 2, sind die neu oder? Ja, sind fresh und clean. Also ich versuche immer meine Schuhe sauber zu halten. Also gehört ja auch zum Outfit irgendwie dazu. Okay, hast du uns Fragen mitgebracht, Jasper? Du willst die Frauen kennenlernen, du brauchst normal, eine Frau fürs Leben. Normal, ja, alles vorbereitet. Und jetzt bin ich gespannt. Erstmal, ich muss mir was ansprechen, Bruder. Was? In diesen Blind Dates, Bruder, ja. Wie du Runde 1 und Runde 2 sagst. Wie? Bruder, bist du in deinem Buch sagst, Runde 1, weißt du, du musst ein bisschen so, da muss Druck dahinter, weißt du? Wenn du willst, kannst du das für deine Folge selber einsprechen. Ehrlich? Ja, ich mach, ich mach. Bin sehr gespannt. Okay. Also. Runde 1. Okay, meine erste Frage an die Girls ist, wie breit ist euer Vater? Also, Fuß, Inch, alles, Einheiten, so 2 Schränke, 3 Schränke. Ich muss ja so ein bisschen die Gefahr kennen. Wenn ich euch kennenlerne und dann auf einmal steht da so ein breiter Mann wie Tim Wiese, ich kann nichts tun. Weißt du? Tim Wiese, ja. Okay, wir fangen bei Nummer 6 an. Also, mein Vater ist 1,90 groß. Tschüss. Und halt ganz normal gebaut, also halt Handwerker. Also vielleicht ein bisschen dickere Arme, so, aber mein Papa hat ziemlich viele Probleme mit dem Rücken und so. Ja. Also große Gefahr ist der jetzt, glaube ich, nicht. Handwerker? Ja. Albaner? Nein. Okay. Okay, Nummer 5. Mein Vater ist ca. 1,80 groß und Sportler. Sportler? Was macht er für einen Sport? Handball.
Okay, okay. Das ist spannend, damit kommt man klar. Ja, okay, kann man. Nummer 4? Mein Vater ist 1,82 groß und. Warum wissen die das so genau? Ich wollte gerade sagen, 1,82. Jeden Morgen, die gehen mit Stolzstock an ihren Vater, Digga. Ungefähr, geschätzt. Okay, und, geschätzt. 1,82, diese. Er ist Heizungssanitär. Heizungssanitär? Genau. Was macht repariert also, der Heizung? Oder? Genau, oder ja, das so ist in der Art. Alles diese Klos, Wasser, alles. Okay, genau. Okay. Nummer 3? Mein Vater ist so groß wie ich, also ich bin 1,65, er ist auch 1,65. Der ist etwas dicker, okay. Der ist süß. Also Boxsprung, ja? Der chillt halt, der trinkt Chai und so. Oh, oh, was bist du für eine Landsfrau? Aus dem Irak. Okay, okay. Nummer 2? Mein Vater müsste so 1,90 sein, ist auch ein bisschen breiter. Was heißt breiter? Hat er Tattoos und so? Ja. Glatze? Glatze? Ja. Bruder, ich weiß, wie die Väter auch. Von 62, die danken auf mich, Bruder. Durch meine Zahn, Bruder. hat mehrere Berufe, ist aber auch teilweise Bodyguard an Clubs. Tschüss, okay. Wow. 15 Euro die Stunde, Digga. Okay, Kandidat Nummer 1. Also ich kenne meinen Vater jetzt nicht wirklich, aber ich weiß, der ist so zwischen 1,90 und 2 Meter, auf jeden Fall etwas größer. Und ja, mehr kann ich leider nicht sagen. Zwischen 1 und 2 halt. Okay. Aber ist er breit? Ja. Super. Dann Fazit? Ja, was ist dein Fazit? Fazit, ich sag ehrlich so, ich kann aber eigentlich gut mit Vätern so, weißt du, weil ja. Ich habe auch diese Baba-Gene, Loki, so, weißt du, ich meine. So. Aber 1,90, 2 von denen so, wie groß seid ihr denn? Nummer 6. Also ich bin nur 1,53 groß, also ich habe davon wirklich nichts abbekommen. Okay, okay. Wie ist das so? Midget. So? Das ist crazy, okay, ja. Okay, Nummer 5. Ich bin 1,58. Nummer 4. Ich bin 1,59. Okay. Alle unter 1,60. Nummer 3. Ich bin 1,65. Okay. Okay. Okay, okay. Ja, das war gut. Well, ich brauche die Charis, die können auch auf mich danken, weißt du so? Nummer 2. Ich bin 1,64. Okay. Nummer 1. Okay. Ich bin 1,84. Hast du? Okay. Kareem Abdul-Jabbar behind the blinds, man. Ja, was gibt dir das? Was gibt mir das? Jemanden rauswählen anhand der Outfit. Du musst auch immer die Outfit. Kann ich noch eine zweite Frage stellen? Ja, klar. Die Outfit, ich sag ehrlich, also 3 von den Schuhen her auf jeden Fall so. Auch 2 ist clean, 3 ist so exotisch. 5. Ja, vor allem die Hose ist nicht am Stacken, so, die am Knöchel abgeschnürt, so Thrombosehose. aber so 1 und 6 Le Calm Shoes, so 4 auch. Ich sag 2 und 3 so von den Schuhen her Favorit. So. Okay. Ja, stell noch eine Frage, wenn du willst. Noch eine Frage, okay. Jetzt erstmal Absicherung. Was denn überhaupt euer Type, wenn ihr überhaupt einen habt, in so Guys? Nein, ihr müsst einen Type sagen. Ich will jetzt nicht diese. Ich habe eigentlich keinen Typ, Hauptsache der hat ein schönes Herz. Ich brauche jetzt. Ihr müsst jetzt einfach jemanden beschreiben, den ihr hübsch findet. So, ansonsten überlegt euch einen Schauspieler oder irgendjemand, den ihr als Beispiel nennt. Aber ich kann diese Standardantworten schaffe ich heute nicht. Gerade Nummer eins. Also mein Typ, also der sollte größer als ich sein, so ein Stück. Ich stehe auch eher so auf Schwarze so und Kreide, Bruder, oh mein Gott. Ich blende schon mit dem Hintergrund. Es ist, okay. Ja, aber muss nicht sein, aber okay. So eher und vielleicht auch Basketballer. Ich wollte gerade sagen. Gerade sagen, sie beschreibt einfach einen Basketballer. Ich sag ehrlich, aber ich bin auch ein Baller so ein bisschen. Ja, ja, ich cool. Auch, Bruder. Nummer 2. Wenn ich meinen Favorite-Typen beschreiben müsste, dann würde ich sagen groß. Also ich finde, also ein bisschen größer, ich finde ich jetzt nicht so geil. Oh, Bruder, bitte. Braune Haare, dunkelbraune Haare und sonst habe ich eigentlich keine Charaktereigenschaften oder so. Okay, Nummer 3. Mein Typ ist, auf jeden Fall sollte clean sein. Und der sollte halt schon wissen, was er trägt, so Fashion und so, Street-Style, ich liebe sowas. Ist okay, wenn er Peso trägt? Ja. Keine Ahnung, kommt drauf an, also wie er das stylt. Justin ist mein Cousin, tatsächlich. Ja, geil. Auf jeden Fall. dann auch, was Schuhe angeht. Ich mag das, wenn die Typen wissen, wann was released wird oder keine Ahnung, sowas. Und okay, Musik. Okay. Musik, auf jeden Fall Musikgeschmack.
Okay. Ich liebe es, wenn wir beide den gleichen Musikgeschmack haben. Zum Beispiel? Also ich höre halt eigentlich alles, aber halt zum Beispiel auch... Sag mal, Lieblingskünstler? Tyler. Jetzt Deutsch oder so Englisch? Allgemein, Englisch. Einfach dein Lieblingskünstler. Deutsch? Ja. Ich höre Reezy richtig viel. Und auch Pasha, Golajani und so, also was Deutsch angeht. Ja, und er sollte auch größer sein als ich. Okay, Golajani, okay, okay. Okay, wir haben jetzt ungefähr drei... Kennst du? Even a man in VD Mavericks. Ich kenn nicht. Okay. Herr, kennst du Golajani? Natürlich. Ich liebe Golajani. Das war mein Bruder, Loki, so. Nummer 4? Also mein Typ soll auf jeden Fall größer sein. Und das ist so schwer. Er soll Südländer sein. Bruder, bitte. Okay. Du weißt, ab 4, 5, 6 waren die Dings, ne? Bei 3 ging's hoch. Okay, Nummer 5? Also für mich sind Tattoos besonders, so finde ich besonders schön. Und ich stehe jetzt so auf größere, so Albaner sowas, Türke. Okay. Gar nicht. Tattoos, also ich habe halt ein Arschgeweih. Meinung? Ich auch. Ja? Das wäre alles, okay. Wer hat das? Welche ich? Nummer? 5, 6 auch. 5 und 6 haben auch einen Arschgeweih. Das haut. Favorit direkt, Platz 1. Okay, Nummer 6, wolltest du noch was sagen? Ja, also ich will auch einen Typ, der größer ist als ich, ist aber jetzt nicht so schwer, von daher. Ja, ich weiß nicht, ich mag so deutsche Typen eigentlich ganz gerne. Also so Blondies oder so, finde ich ganz nice. Ja. Ja, kann man ja färben so auf Look. Ja, kriegt man hin. Okay, also ich habe viele Emotionen bei dir jetzt in dieser Fragerunde gehört und wir müssen jetzt eh raus. Ja. Okay, ich glaube, pretty clear so. 1, einmal bitte raus! Aber keine Ahnung. Nummer 1, komm bitte einmal zu uns. Hi. Hallo. Boah, du bist echt groß. Wie groß hast du gesagt? Ja, komm ich nicht 1,84. Oh, dann muss ich 1,85. Aber mein Kollege da hinten. Ey, warte kurz. Ich sag immer, ich bin 1,86. Anscheinend bin ich doch nicht 1,86. Nein, das liegt. Tja, ich bin nur 1,70. Ich schätze dich auch safe kleiner. Aber bist du safe 1,84? Ja, 1,84. Was bin ich dann, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare. Kannst du euch gucken, ne? Wir sind gleich groß ungefähr, ne? Loki? Ja, ich bin dann 1,80 oder so. Gut. Spielst du selber Basketball? Ja, ab und zu so mit Freunden und so. Schon. Aber nicht im Verein. Nee. Kommst du an Netz? Ja. Kommst du an Ring? Manchmal, ja. Okay. Danke dir fürs dabei sein. Runde 2. Du darfst noch eine Frage stellen. Noch eine? Und wir schmeißen noch jemanden raus. Tschüss. In der Runde. Also, meine Frage oder eher Szenario, so ein bisschen so diese deutsche Sprachmittel. So, ihr habt Filmriss, okay? Und auf einmal, ihr kommt zurück in die Realität, da steht der Mann an der Tür. Geht da raus, Supertalent. So, ihr steht beim Supertalent, müsst auf die Bühne. Was wäre euer Talent so in so einer spontanen Situation? Was würdet ihr machen auf die Schnelle? Nummer 2. Ich glaube, ich würde einfach singen. Also da kann man nie was mit falsch machen. Sing mal. Nee. Sing mal so. Ich stimme an, okay? Ich kann das jetzt nicht einfach so. Nummer 3. Ich würde tanzen. Tanz mal. Nein, also ich tanze halt selber. Ich tanze Hip-Hop und so, Twerk und Afro und so. Deswegen, ich würde halt direkt tanzen, wenn's... Okay, okay. Hast du auch so eine Stange in deinem Zimmer? Ja, ich habe sogar eine Stange. Ich kann Loki auch ein bisschen Pole dancen. So. Ja, dann. Nummer 4. Ja, also ich würde auch einfach singen. Wow. Sing du mal. Nee. Mach mal Duo, Quartett. Nee. Nein, ich finde es echt fair, wenn ihr gleich, also wenn ihr sagt, ihr würdet singen, dann fände ich schon fair, wenn ihr diese Apache zusammen singt. Und wenn ich gehe, so wie ich gehe, weißt du diese Boa? Nummer 5, würdest du auch singen? Nee, ich würde tanzen. Okay, Nummer 6? Singen oder vielleicht meinen Namen tanzen, das kann ich auch. Baumschule. Ja, natürlich. Okay. Das ist diese Öko-Kuchi, right? Aua. Das ist krass. Was haben die Antworten gegeben? Guck mal, ich sag ehrlich so, ja, ich sing. Aber dann nicht singen. Ja, ja, weißt du, das auch. Was ist denn dein Talent? Mein Talent? Würdest du denn machen? Also, ich würde da erstmal ein paar Backflips ziehen, so. Ich bin so. Dann mach mal, ja. Jetzt? Ja. Ihr könnt doch sowieso nicht sehen. Ja. Guck. Dann will ich es gleich aber. Oh mein Gott, nein! Hat er nicht gemacht, Bro, was?
Hast du das gesehen? Der war stark. Ich küsse dein Herz, Bro. Krank, danke. Ja. Woher, wann hast du gelernt? Das ist krass. Bruder, mit KS-Freak auf dem Freibadturm. Weißt du? Wie fandet ihr den Backflip? Crazy. Unnormal krass. Krass. Ja. Okay, dankeschön, dankeschön. Guck mal, drei, die hat mich ein bisschen angegiftet, weißt du? So. Echt? Ja, ja. Oder hat einer von euch eine Münze? Münze werfen, wen man rauswählt, ist halt auch krank und noch nie hier passiert. Wie? Ja, warte, du musst erst sagen, was ist denn was? Ah, stimmt, Digga. Yeah. Okay, drei ist Kopf. Oh, pause. Und zwei ist Zahl. So. Zahl! Drei war Zahl. Drei war Kopf. Drei war Kopf? Ich glaube, drei war Kopf, oder? Ja, ich war Kopf. Ah, ja. Gut, zwei raus, zwei raus. Mach zwei, mal komm einmal zu uns. Meine. Hi. Hallo, oha, du hast voll das Tattoo. Ja. Was geht? Hi. Hi. Wie, bist du nervös jetzt auf einmal? Wie nervös? Wie? Du hast gerade so links zu schnell geatmet. Nicht so, aber schneller. Also jetzt will ich aber einen Backflip sehen, ne? Okay, okay. Das war crazy. Stark. Ja. Sehr gut. Dankeschön. Wie heißt du? Woher kommst Julien du? Julien und aus Düsseldorf. Düsseldorf, dann hast du es nicht so weit, ne? Ja. Gut. Da hinten hinsetzen, bitte. Danke dir fürs Mitmachen. Runde 3. Du kannst dich umdrehen. Aha. Wir sehen jetzt tatsächlich schon Outfits. Ja, das ist crazy. Echt, oder? Ich finde die Outfits tatsächlich gar nicht so crazy, um ehrlich zu sein, bis jetzt. Aber die Nummer 3 hat sich auf jeden Fall was gedacht. Nummer 3? Nummer 3 hat sich auf jeden Fall was gedacht. Ja, diese Bibibel Glitzer Glitzer, ne? Ja, okay, okay. Ist von BB oder ist von Amazon? Ist von Vinted. Ah, okay. 8 Euro. Okay, okay. Das Tattoo? Tattoo, was ist das für ein Tattoo bei Nummer 5? Ein Schmetterling. Okay. Hast du noch mehr Tattoos? Ja. Wo? Auf Arsch? Unterm Arsch. Ah, okay, überm Arsch. Okay, stell, stell. Und Nummer 6, hast du Tattoos? Ja, ich habe ein Underboob-Tattoo und auf jedem Arm ein Tattoo und halt, ja, eins überm Arsch. Was steht Underboob in der Ritze oder was steht da? Da steht, alles ist Kunst. Okay, krass. Deep, Loki. Alles ist Kunst. Ja, nee, lassen wir so stehen. Nummer 4, hast du Tattoos? Nee, ich habe keine Tattoos. Okay, Frage. Also erstmal, ich muss was klar machen, ich bin stolzer SGE-Fan. Nur die Eintracht. Was ist SGE? Eintracht Frankfurt. Ach so. Man kennt Frankfurt Represent so. Frage an die Girls. So. Seid ihr Sportfan? Nummer 3? Jetzt Fußball. Mhm. Ja, oder generell, kannst du auch alles andere sagen. Also ich schaue ab und zu mit meinem Bruder und meinem Vater halt Fußball. Aber ich bin halt Paris-Fan. Nee, dem Kleinen. Dein Vater war klein, ne? Ja, mein Vater war klein und mein Bruder ist kleiner. Okay. Noch kleiner. Das ist krass. Mein Vater ist klein, mein Bruder ist einfach. Die Frau towert einfach. Mein Bruder ist halt 15. Wie bitte? Mein Bruder ist 15, deswegen. Ach so, okay, ja. Aber der wird noch groß. Ja, ja, safe. Okay, welcher Verein? PSG, hat sie gesagt. Ehrlich? Ja. Also, sorry fürs nicht zuhören. Meiner, meiner. Nummer 4? Ja, also ich selber spiele manchmal Fußball mit Freunden und schaue Fußball auch. Bei der WM oder so. Also bei der WM, okay. Genau. Ja, und was ist das Team? Serbien halt, ne? Weil ich bin Serbin. Serbien, Alter. Okay, Nummer 5. Ich gucke Handball. Okay. Meine ganze Familie spielt Handball. Ich habe früher auch Handball gespielt. Und Fußball halt Madrid. Interessefrage. Ja. Geht dein Bruder oder dein Vater in die Jugendfeuerwehr? Nein. Okay, gut. Ich wollte. Wieso? Weil Handballer und Jugendfeuerwehr, das ist so ein das Ding. Sehr, so, das sehr so, nah beieinander. Das ist so Twins, Loki. Okay. Okay, Nummer 6. Ja, also Fußball ist jetzt bei mir in der Familie nicht so das Ding. Wenn Kollegen sagen, wir gucken Fußball, gucke ich gerne mit. Also ich bin da jetzt nicht gegen. Mhm. Aber so mein Sport ist halt eigentlich eher Reitsport. Also ich habe ein Pferd. Das hat aber leider keine Augen. Aber ich gucke mir halt trotzdem dann ganz gerne die Leute an, die ein Pferd haben, was Augen hat. Ja. Okay, aber hier ist niemand so Hobbyhorser, oder? So nein, nein, nein. Mit Stock zwischen nein, Beinen. Ah, danke schön. Wie heißt das Pferd? Kannst du mit dem Pferd reiten? Ja, ich kann das Pferd reiten. Ich kann auch ganz normal ins Gelände gehen. Der kann What? Alles so wie ein normales Pferd und der heißt Magic Pepper. Oder Magic Pepper, Bro? Ja, der wird Pepper genannt. Oder Blindy also, oder so. Genau, nein, nein, okay, noch eine? Noch eine Frage, so diese Lauke? Bruder, wenn du magst. Ich. Du stellst so viele Fragen, wie du sag, weißt, du kannst wieder jemanden rauswählen. Ey, ich muss den rausvoten, so. Ja? Auf brüderlich, so. auf brüderlich. Auf Friendzone-Basis. Ja. Wen denn? Nummer 3 einmal bitte raus. Echt? Warum?
Warum? Ja. Ja, der Gürtel ist nicht so meins. Okay, Nummer 3, komm gerne einmal nach vorne. Hallo. Hallo. Hi. Was geht? Alles gut? Ja, dir hallo. Hi. Schöne Locken. Wie steht's? Dankeschön. Alles gut? Ja. Bei euch? Ja. Oder? Ja. Fertig. Mach mal Backflip für sie. Das will ich jetzt auch sehen. Boah, krank, ey. Danke, danke. Ich hab noch guck, nie so die denken, hinter dem Vorhang denken die alle, das geht ja nicht. Aber geht. Wow, ja, die werden noch sehen so. Ja, richtig ja krass, boah. Danke dir fürs Mitmachen. Gerne. Runde 4. Okay, kannst dich umdrehen, wir sind da. Yo, yo, yo. Wir sind auf sehr basic angelehnt tatsächlich. Ich habe mehr erwartet. Ja? Ja, ja, schwarz-weiß. Ist wirklich basic. Wir sind auf schwarz-weiß heute drin. Aber Tattoos, Bruder, hier, Dings. 2003, 2005. Für was steht das? Für meine zwei besten Freundinnen. Aber, okay, krass. Also, wann bist du geboren? Ich? Ah, scheiß drauf. 2000. Ja, ja, scheiß drauf. Kann auch noch irgendwo hin. Was kann irgendwo hin? 2000. Okay, okay. Ja, was sagst du zu den Outfits? Gib mal Feedback. Diese Outfits so? Nein. Nummer 5 und 6 sind ähnlich. Und Nummer 4 ist so, schon so winterlich. Turtleneck, okay, okay. Es war eine. Erste Frage in Runde 4 oder 3? Habt ihr so gelegentlich mal so Probleme beim Hosenkauf? Einfach so für Studie. Nummer 6. Ja, also es geht so. Also an sich, natürlich, ich habe schon mal Hosen online bestellt, die waren dann zu lang. Ist aber kein Problem, nehmt man einfach um. Okay. Und sonst so, boah, ich weiß nicht, also ich bin zwar ziemlich klein, aber meine Beine sind recht lang. Ich habe einen sehr kurzen Oberkörper, von daher sind die Hosen jetzt nicht unbedingt das Problem. Mhm. Du kannst nähen? Ja, natürlich, Waldorfschule. Ah, okay, krass. Hart. Namen tanzen, nähen, Feuer machen, Seven Wars Wild Starter Pack, Digga, Waldorfschule. Sowieso. Okay. Nummer 5. Ich habe oft das Problem, weil ich so eine schmale Taille habe, aber einen relativ großen Po, dass da die Hosen nicht so passen. Okay, okay. Mhm. Nummer 4? Ja, also bei mir ist es so, wenn ich irgendwie Hosen bestelle, da könnte es sein, dass die zu lang ankommen und die halt dann nicht passen. Aber wenn ich so im Laden Hosen kaufe, dann probiert man die ja auch an. Ne? Ja, das ist ja dann nicht das Problem. Okay, valide, valide. Ich persönlich, ich habe immer Probleme beim Hosenkauf. Ey, was Bruder, kommt jetzt? Auf langen Zugfahrten, mein Arsch schmerzt und so, Bruder. Warum? Ich habe zu viel Sitzfleisch, Bruder. Du, ernst? Echt? Du ja, hast die zeig, Sicht nicht, zeig, Bro. Bruder. Ah, shit, Bruder. Ey, okay. Was hältst du nicht? Wir professionell bleiben, so. Gut, ja, willst du noch eine Frage stellen oder willst du was? Du kannst auch eine Aufgabe stellen, ne? Ich find, weißt du, was mir aufgefallen ist? Die konnten alle tanzen. Nee, 5 kann singen, die anderen konnten tanzen. Das ist mir gerade eingefallen. Stimmt, stimmt. Ja, ja. Okay. 5 konnte singen? Nein. 4 klar. Vier konnte singen. Ich kann nicht singen. 4 konnte singen. Aber oh, die 4 will nicht singen. Confident, hallo, gerade schon so gesagt. okay, okay, okay. Andere Aufgabe. Hat was, auch was mit Stimme zu tun? Oh nein. Okay. Achte, achte. Kennst du das Wort Jode? Nee. Das ist mein Spitzname, weißt du? Jode. Okay. Könnt ihr mal bitte Jode sagen? Nummer 4? Jode. Nummer 5? Jode. Nummer 6? Jode. Okay, okay. Okay, okay. Der Koch, der Koch, der Koch. Können Sie jetzt auch Jode schreien? Schreit mal, schreit mal. Nummer 4? Richtig. So ist wütend? Ja, wütend. Das ist mir gerade ein bisschen unangenehm. Okay, wir fangen bei Nummer 6 an. Ja. Okay, gib mir kurz eine Sekunde, ich muss kurz emotional darauf einstellen. Jode! Ja, okay. Okay, Nummer 5. Ich kann nicht schreien. Du schaffst nie es. Nein. Also jeder kann schreien. Ich kann das nur, wenn man mich sauer macht. Sauer. Ja, aber nein. Sauer gemacht. Nein. Ja. Ja, okay, okay. Nummer 5 raus. Einmal bitte raus. Oha. Hallo? Gib mir doch eine Sekunde. Okay, ich, ja, okay, ich gebe dir noch eine Sekunde. Boah, muss aufladen so. Muss ich auch so doll schreien? Ja, ist schon ein Wettbewerb so ein bisschen hier, ne? Boah, wartet kurz. Jode, Jode. Ja? Jode! Wie nochmal? Jode! Okay, okay. Nummer 4? Ja, also mir ist es ein bisschen unangenehm. 4 raus, muss ich leider sagen. Das ist... oh, sie oh, kommt direkt ohne Widerrede. Da braucht man ein bisschen Überwindung. Sie kommt direkt ohne heißt Widerrede. Keine HP, was geht? So. Hi. Hi. Alles gut? Ja. Hi. Hi. Wie heißt du? Anastasia. Wie läuft's? Ja, soweit ganz gut. Gut. Ja. Hast du noch Fragen an Anastasia? Es war leider so,
Die Überwindungsschwäche, weißt du. Ja, ich verstehe schon. Weißt du? War mir ein bisschen unangenehm. Ja, verstehe. Super, wir sind im Finale. Finale! Was ist denn noch so eine gute, abschließende Frage? Oder du kannst auch noch 5 stellen. Stimmt, hast recht. Erstmal eine Frage ist so, was ist eure, würdet ihr sagen, schlimmste Red Flag? Nummer meine 6. Eigene? Ja, eigene. Okay. Willst du anfangen? Namen tanzen. Ja, also, ich hab's ja schon gesagt, ich bin Pferdemädchen, ich glaube, das ist schon Red Flag. Und ich glaube, ich kann ziemlich überdramatisieren. Also ich bin sehr, sehr sensibel und kann sehr viel überall reininterpretieren. Mhm. Und ich glaube, das kann schon sehr anstrengend sein und ist deswegen so ein bisschen Red Flag. Bist du so schnell sauer? So? Sauer jetzt nicht, aber ich brauche sehr, sehr viel Kommunikation. Also ich erwarte ziemlich viel und brauche da sehr viel Sicherheit von meinem Gegenüber. Sonst bin ich sehr stark verunsichert und das kann dann schon nervig werden. Schaffst du? Normal, ja. Ja, wie oft sattelst du auf? Mein Pferd? Ja, ja. 2-mal die Woche. Okay. Also geht voll. Mhm. Nummer 5? Also ich bin sehr, sehr temperamentvoll. Also ich werde sehr, sehr schnell laut und ich mache ganz oft aus kleinen Dingen größere, aber ich kann mich dann auch wieder fangen und komme dann auch wieder auf die andere Person zu. Ja, check ich, Bruder, ja, aber so. Echt, ist in diese Chilaui, weißt du? Sie hat halt gerade gesagt, sie hat Temperament und wird voll oft laut und so. Gerade eben wollte sie noch diskutieren wegen Schreien. Ja, ich diskutiere auch gerne. Ich glaube, das ist auch nicht so. Mhm. Du diskutierst gerne? Ja. Bist du politisch engagiert? Nee. Okay, du hast gedacht, so sei schlau wie blau auf diese Lautkette. Nein. Ja, wohin mit dir? Oder ich sag ja, ich bin am Grübeln, ja. Weißt du? Was hast du für eine Augenfarbe Nummer 6? Grün-braun. Wow, okay. Nummer 5. Ich habe blau-grün-graue Augen. Also ich Digga. LGBTQ-Augen, Digga. Ich habe so ein Muster in den Augen, da sind so verschiedene Farben. Ehrlich? Je nach Lichteinfall. Jetzt sehr, sehr wichtige Frage. So. Erstmal, ich fange erstmal an, was seid ihr denn für Landsfrauen? Also ich bin deutsch. Ganz langweilig, aber ja. Nee, ist nicht langweilig. Okay. Nummer 5. Ich größtenteils auch, aber mein Papa ist Spanier. Komm her, amigo! Weißt du, was ich meine? Ich verstehe schon. Warum hast du die Frage gestellt? Weil wir jetzt dazu kommen, ich bin ja auch so. Was bist du? Halb Deutscher, weißt du? Aber auch halb aus der Türkei. Sonntag 6-7. Doch, man munkelt es nicht so, weißt du? Aber das ist so Cap. Doch, Bruder, Big später Cap. Du guckst auf den Ausweis, mein zweiter Name. Später, zeig doch jetzt. Ja, habe ich im Auto. Ja, geh holen! Hab ich im Auto. Also meine Frage ist, Meinung zu Türken so? Sollten die hier sein? Türken sind sexy. Jeder, der sich benimmt, kann hier bleiben. Ja, okay, valide. Valide Meinung. Auf einmal werden wir vertreten verschiedene Standpunkte und so, ne? Auf einmal geht's los. Alle rein! Auch krass, das ist eigentlich nur ein Blind-Dating-Video. Yeah. Ja, Bruder, was machen wir jetzt hier? Wir sind im Finale. Wir haben 2 wundervolle Frauen. Ich gehe nach Gefühl, Nummer 5, einmal bitte raus. Aber so, weißt du? Was geht? Weit gekommen. Hallo. Dankeschön fürs Mitmachen. Gerne. Du bist schon wieder nervös, ich hab gesehen. Wie geht's? Hi. Das ist die größte Bühne hier. Wie findest du sie? Du bist schön. Dankeschön. Du bist schön. Das muss man so. Findest du ihn? Auch hübsch. Ja? Boah, Chelsea hat wirklich so Mandala-Augen, Bruder. Guck mal rein. Dreh dich mal so, ändere das jetzt Farbe. Warte. Krass. Das sind echt verrückte Augen. Das ist krass. Das müssen wir einmal mit der Kamera filmen. Planetarium sehe ich da, Bruder, weißt du? Das ist krass. Danke fürs Dabeisein. Gerne. Du bist in der Materie, Bruder. Viel Spaß, Bruder. Okay, oh, stimmt. Ich lass dich alleine. Wie alleine? Ja, du und okay, deine locker, Frau. Locker. Soll ich dann auch wie so Richtung Kamera laufen? So dieser? Nein, ihr redet, unterhaltet euch und so, macht euer Ding und so. Okay. Ist doch kein Problem für dich, oder? Normal. Zeig ihr einen Backflip. Jetzt die Backflip? Okay. Willst du ansagen, was soll ich machen? Ich bin raus jetzt. Bin ich Kandidatin Nummer 6, einmal bitte vortreten. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Alles gut? Gut, und dir? Was war das für eine Umarmung, Lo? Ey, okay, halbherzig. Nochmal richtig. Hallo. Immer noch tot, Lo, ich sag ehrlich. Okay. Gut. Hast schöne Augen. Dankeschön. Ey, wir haben ähnliche Augen, aber. Du hast auch grün-braun. Ja. Schafft ihr euch 30 Sekunden in die Augen zu schauen, ohne zu lachen oder was? Ja. Aber näher aneinander besser. Du bist so, die ist so klein. Wer macht Counter? Ich sehe schon. Ohne Blinzeln. Meine Augen werden aber trocken.
Das musst du mitleben. Die fangen gleich an zu drehen. Lass doch gerne ein Like da, Mann. Kommentar, Hashtag Chaya aktiv in die Kommentare. Yes, Sir. Checkt auch mein Twitch aus, twitch.tv/jaspercd. Und gibt's noch irgendwas zu sagen? Ja, ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ich heiße da Lindy Stas. Okay, Lindy Stas. Gibt's auch Videos mit dem Pferd? Nein. Oha. Okay, enttäuscht, gut. Tschüss. Teamlich beste Fremde. Die Eltern die Nachrichten an. Erzähl deine Lebensgeschichte. Ja, long story short. Hey Laura. Ja. Hast du früher Menschen gemobbt? Weil ich fühle mich gerade echt, aus. Willst du Kinder? Ja. Ja, safe, ne? Viele? Nö. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle.